Es gibt die weitläufige Meinung, dass Unternehmer selbstständig machen bedeutet, viel zu arbeiten und noch mehr zu arbeiten, schließlich in Stress zu kommen und dann mit einem Burnout einen Herzinfarkt zu bekommen. Nun, das ist nicht die Wahrheit, dass viel Arbeiten der Hauptgrund ist für Burnout. Ich werde dir heute den wahren Grund zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich habe auch selbst viele Unternehmen gegründet, bin in vielen Projekten involviert und als Vorstand tätig. Und trotzdem habe ich keinen Burnout. Und in einer kürzlichen Studie, die veröffentlicht wurde in der Zeitschrift Geo, wurde auch auf den Punkt gebracht, was tatsächlich der Hauptgrund für Burnout ist. Der Hauptgrund für Burnout ist die Tatsache, dass Menschen, die in einer Gruppe zusammenkommen und sich häufiger wieder treffen, zusammenleben oder arbeiten, sich organisieren in einer Struktur. Das bedeutet, alle Herdewesen haben ein Ranking. Die haben eine feste Struktur, wo ein Alpha-Tier dann die Gruppe anführt, als Häuptling gewählt wird oder akzeptiert wird, sich durchsetzt, wo dann die Beta-Tierchen den Häuptling unterstützen oder wenn er zu schwach wird, ihn absetzen. Und da kommen die vielen anderen Menschen, die sich dann angliedern, Delta-Typen mit Omega-Typen. Und diese Struktur, die ist immer vorhanden, auch wenn sie bewusst nicht formuliert oder gewählt wird. Das bedeutet also, dass jedes Bestandteil einer solchen Gruppe sich einer gewissen Ordnung einreiht und sich selbst auf einem gewissen Level wiederfindet. Geführt wird eine Gruppe vom Alpha-Tierchen, dem Zehner. Und so geht das Ranking abwärts, bis ganz unten der Einser am Schluss der Kette steht. Und in dieser Kette, in diesem Wirkungsgefüge, in diesem Statusniveau, da gibt es gewisse Regeln. Beispielsweise, wenn in einem Revier von Wölfen ein Feind eintritt, dann wird jemand vorgeschickt, zu testen, wie stark der Feind ist. Und das ist nicht der Häuptling selbst, sondern meistens wird das schwächste Tier vorgeschickt oder das älteste. So ähnlich ist es auch bei den Pinguinen. Wenn im Frühjahr das Ei schmilzt und die wissen wollen, ob sie ins Wasser können, ob die Killerwale noch da sind, die Orcas, oder ob die schon weg sind, dann wird auch jemand ins Wasser geschmissen, um zu gucken, ist da noch jemand. Und das ist auch in der Regel der unterste Pinguin. Und auch bei uns Menschen ist das nicht anders. Wenn du in eine Firma kommst, du bist als Letzter dazugekommen, du hast keine Familie und der Firma geht schlecht und die muss Mitarbeiter entlassen. Nun, wer wird der Erste sein? Das werden in der Regel auch die untersten Mitarbeiter sein, die am schnellsten auch wieder dann hinausbefördert werden. Das Problem ist nur, dass unser Gehirn, unser Unterbewusstsein auch genau weiß, dass wir am sichersten innerhalb eines solchen Gefüges, eines Stammes, einer Community sind. Und wir wissen also dann auch, wenn wir diese Gruppe verlassen müssen, dass da draußen eine Gefahr vorhanden ist, dass da vielleicht sogar eine Todesgefahr vorhanden ist. Und deshalb haben Menschen Angst, natürlich diese Gruppe zu verlassen. Deshalb ist Mobbing auch so extrem gefährlich und führt zum Selbstmord, weil die Menschen, das Gehirn denkt, ich sterbe ja sowieso, wenn ich meine Gruppe verlassen muss, deshalb führe ich jetzt selbst das Ende herbei. Nun, und was ist jetzt hier der Hauptgrund für Burnout? Der Hauptgrund für Burnout, so wurde in dieser Studie beschrieben, ist die Angst der Menschen, im Statusgefüge nach unten zu rutschen. Der Fünfer hat also Angst, auf die 4 zu rutschen. Der Vierer hat Angst, auf die 3 zu rutschen, der 2 auf die 1 und der 1 hat natürlich Angst, dass er ständig ins Wasser geschmissen wird, um zu gucken, ob die Killerwale noch da sind. Hauptfaktor für Burnout ist also die Rankingangst und die Angst davor, schlechter zu werden, überholt zu werden, um dann aus der Gruppe entlassen, verbannt zu werden, aufs alten Teil geschickt zu werden und letztendlich nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Und diese Angst, das ist das Erste, wozu ich dich einlade, dich diese bewusst zu stellen und zu überlegen, ist das tatsächlich so, dass du solche Status-Rang-Verlustängste mit dir rumträgst und es ist wirklich zwingend erforderlich. Vielleicht wird es für dich auch jetzt nachvollziehbar, weshalb viele Kollegen mit den Ellbogen arbeiten, gegen andere intrigieren, weil sie vermeiden wollen, dass sie nach unten abstürzen. Und wo ist es am sichersten, nicht unten das Schlusslicht zu sein? Natürlich, indem man nach oben kommt. Das ganze menschliche Verhalten ist überwiegend also danach ausgerichtet, nicht das Schlusslicht in der Kette der Gesellschaft zu sein, um dann als Erster geopfert zu werden, wenn die Zeiten schlechter werden. Was kannst du nun tun, um hier dich vom Burnout zu schützen? Nun, wenn du als Angestellter Karriere machen willst, dann such dir eine Firma, wo echte Werte gelebt werden, wo Mobbing sanktioniert wird und wo letztlich deine Leistung ausschlaggebend dafür ist, welches Ranking du machst. Und dann wirst du nach deiner Leistung positioniert und das ist fair. Wenn du aber das gar nicht willst, sondern dich selbstständig machen willst, nun, dann bist du vielleicht frei von Mitarbeiterkämpfen, von Revierkämpfen, aber du unterliegst immer noch dem freien Markt, dem Wettbewerb.
Aber auch hier zählt dann deine Leistung. Deine Firma, deine Mitbewerber dürfen dich nicht einfach schlecht machen oder fertig machen, sondern du wirst beschützt von Gesetzen im Markt und darfst dann deine Kunden überzeugen. Und der Kunde, der stimmt dann mit seinen Füßen ab, ob er zum Mitbewerber geht oder zu dir geht. Da hast du es also selbst in der Hand, wo und wie gut du aufgestellt bist. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, diesen Weg vielleicht als Angestellter in die Selbstständigkeit zu wechseln und dich dort gut zu positionieren, aufzustellen und deine Marktanteile zu sichern, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du den Kanal auch abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.